Und wir sind wieder da. Erste Stunde ist schon um. Hat man gar nicht so mitgekriegt. War aber nicht langweilig, weil ja, ein Sturz. Hey, Rainer. Ist warm. Stimmt, ach, im Sturz. Rudolf, in, das rennt hier. Im letzten Video und Rudolf haben wir auch gesehen, richtig. Wir sind jetzt auf dem Ilex Wanderweg, was immer das heißt, keine Ahnung. So. Hast du mit Willi noch gesprochen gehabt? Nee, noch gar noch nicht. Gar nicht. Einige Tage wieder her, doch. Er hat gesagt. Ja, ich werde ihn nächste Woche mal anrufen, mal gucken, ob er vorbeifahren. Ich habe geschrieben, wann wir heiraten. So. Ach so, wegen dem Termin, dass er. Ja. Na, ist gut, ich werde mal gucken, nächste Woche dann irgendwie Dienstag oder abends mal bei dem vorbeikommen. Hallo. Und Tanja wird sie mal aushorchen. Wegen ihrer extra Steine-Tour. Den Ausflug da. Ja, da haben wir auch noch ein paar Runden offen, extra Steine. Ja, ich habe ja noch eine schon super Route ausgewählt. Aber ich weiß, dass das eine sehr lange Anfahrt ist, weil ich ja letztes Jahr auch gerade da war. Ja, ich weiß, dann brauchen wir mindestens eine Dreiviertelstunde. Ja, dann kommst du nicht mit hin. Ja, da müssen wir ein bisschen eher aufstehen. Oh Gott. Ja, einen Kommentar. Ich stehe auf, wenn ich aufstehe, ne? Oder wie heißt das? Ja. Werden wir wohl machen müssen. Oh ja. Ey, hast du einen neuen Klang eingebaut da oder was? Ja, ich hab ihn schon ein paar Wochen. Okay. Ja, Kinder, es guckt. Heute richtig schöne Weitsicht. Heute Nacht war noch besser. Heute Nacht? Was ist denn heute Nacht? Alter, hast du da nicht geschlafen? Ja, doch. Aber ja. Kein Wetter. Ja, gut, das ist. Kannst du davon ausgehen, das stimmt schon. Ach, Jätchen. Da frage ich mich immer, was da hinten so ist. Wenn wir jetzt hier den Dingens nachgehen. Ist das noch, das müsste ja noch Hüllhaus sein da. Guck mal, wie weit du gucken kannst. Ja. Ja gut, auch bis nach. Deutschburger Wald. Ja. Ja, ich weiß nicht, da ganz hinten dran, aber. Ja. Ja, der Höhenzug ist wenig höher wie unser. Ja, das stimmt. Ja gut, wir sind jetzt aber auch nicht ganz oben, ne? Ne, sondern relativ niedrig. Ne, das kriegst du, das ist ja schade. Das kannst du auf Fotos irgendwie gar nicht erfassen, selbst auf Video. Das ist, weiß ich nicht. Ja, Video ist besser. Ja, das ist aber hier der Pfoff, den wir haben. Dieser. Guckt aber auch nicht jeder. Ich hier von der Passenburg. Das kleine Video habe ich jetzt 300 oder so. Ja. Das ist schon viel. Ja. 300 Video. Ja, stimmt. Ich bin jetzt bei. Passenburg war es, ne? Passenburg, genau. Ja. Ich bin jetzt bei 950.000. Ja, also ich weiß nicht gar nicht. Die Mille. Nächste Woche fällt die Mille. Ja, das ist ja auch immer pro Woche, keine Ahnung, 15.000, 20.000 dabei. Nein, nein, 30, 40. Ja, 30, 40, 50. Du hast ja doppelt so viele Bilder wie ich. Ja, ich habe fast 1000 Bilder. Ja, hallo, ich habe. 880 oder sowas. Ich habe, glaube ich, nicht mal 200, aber ich habe auch schon über eine halbe Million oder so. Ja, wenn man die dicken. Du musst dich nicht zu fotografieren. Du musst halt die richtigen Fotos nicht. Bei dir ist Quantität, bei mir ist es halt Qualität, ne? Qualität, okay. Mhm.
Ich habe fünfmal weniger Qualität bei Essen. Fünfmal weniger Fotos, aber nur die Hälfte an. Naja, ein bisschen Schwund ist halt immer, ne? Juice, Video, ja. Ja, nein, ist ja okay. Also, ist ja nur so ein. Weißt du, dass wir da ein bisschen Spaß dran haben an der Hand. Genau. Ja. Ist ja gut. Ich muss 1000 voll machen, 1 Million voll und dann werde ich. Ach komm, auf zum, nach der Million kommen dann zum Meister die 10 Millionen. Bei der Million schon, oder was? Ja, 1 Million und 1000 Fotos bis jetzt. Okay, Meister. Ja gut. Also, da muss ich noch eine Menge Fotos machen. Nur. Ja, ich meistens denke ich da nicht, ich bin da nicht so wie du. Na komm, ich denke da auch nicht dran, aber ich bin vielleicht etwas im Urlaub. Komm, ich sehe dich doch andauernd. Zack, ach, ganz ruhig, sag nichts mehr, dann geht es erstmal wieder tick, tick, tick. Also, ein paar neue Views. Schon ein Foto wieder mehr. Aber ja. Nichts mit Google. Scheiße. Knieschmerzen haben auch auf mittlerweile. Es geht. Ja, mein Rücken ist auch okay. Kommt wahrscheinlich auch erst heute Abend an, wenn wir zur Ruhe kommen. Ich habe vorne ein bisschen kalte Füße. Echt? Weil ja, also mir jetzt eingestiegen bist. Ja, aber ich muss sagen, mittlerweile alles top. Gut durchtemperiert. Kann ich wieder an, so können wir weitermachen. Wo ist der Rücken? Ja, es war mehr so eine entspannte Runde heute. Ach, auch egal. Brauchen wir auch mal. Komm, der Anfang war doch schon, dass wir querbeet gegangen sind, war doch schon okay. Meter. Das ist ja quasi. Das ist ja quasi. Wir stehen am Meer. Ja, ein Stück unterhalb vom Bündel. Echt? Echt? Das stimmt wohl. Mann. 50 Meter. Naja. Mehr, ne? Nee, sonst sind immer mehr. Ne? Also hier zieht sich wahrscheinlich nicht so viele Leute hin. Weiß nicht. Ja, Beckmann, ist das direkt am Hückermoor oder ist das? Nee, ein weiter. Wie ein weiter? Naja, neben der Moorrenz gibt es noch einen. Zwischen den letzten und den Hückermoor. Okay. Ja. Ich war da schon so lange nicht mehr. Weißt du, früher waren wir als Jugendliche oft da, ja, aber ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal da war. Obwohl. Ich glaube, ich bin da einmal mal so eine kleine Runde gelaufen oder so vor 3-4 Jahren oder so. Irgendwie liegt mir da sowas an, aber nichts Einprägsames. Früher als Kinder waren noch mehr, da hatten wir ja nur noch einen Campingplatz da gehabt. Mein Onkel, der hatte da einen Wohnwagen gehabt. Das ist links vom Hückermoor. Ja, aber das ist ja schon seit zig Jahren schon nicht mehr, ne? Da will der Name Hückermoor noch. Nein. Also das ist ja wie ein kleines Bündchen. Ja, das hat auch irgendwie schon nachgelassen, also mit diesen festen Standplätzen. Ich glaube, die Leute, die wollen. Der Kollege von mir fährt auch jede Woche, fährt er mit, hat sich so einen Camping auf Tour, ne? Ja.
Aber das ist ja auch was anderes. Deswegen, ja, du fährst dann halt überall hin und du willst nicht immer an den gleichen Scheiß. Nein. Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß ja, Manni hier vom Willi, der Bruder, der hat das ja immer gemacht, aber ich habe ja auch nicht verstanden, jedes Wochenende da an denselben. Weiß nicht, ich brauche Abwechslung. Ja gut, die einen haben halt gerne, dass sie wissen, was da abgeht. Die anderen brauchen halt die neuen Sachen. Ja, auf dem Rückweg gehen wir oben, kommen wir. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch hoch. Ja, wir gehen halt nach dem See. Ja, genau. Wenn wir um den See zurück und dann gehen wir dann hoch. Genau. Ja, den Kammweg zurück. Hier unten ist die Luft zu dick, ne? Wir müssen dünnere Luft einatmen. Ja, das Atmen so leicht. Den hat es aber auch gerade noch so behalten. Ja. Wenn das ein Nadelbaum gewesen wäre, der wäre schon weg. Da kannst du drauf an. Da kannst du förmlich sehen, ja, wo die ganzen Wurzeln da. Oh, das sind doch alt, ältere Stürme noch, ne? Ja. Schafe. Oh! Oh, meine Freunde. Können wir scheren, die Schafe. Doch eine Wollmütze stricken. Ja. Mahlzeit. Eben noch gesagt, ja, keiner da. Zack, schon kommen welche um die Ecke. Schon kommt ein Auto. Auf zwei Reifen um die Ecke. Naja, jetzt ist auch schon ein bisschen später, da ist doch ein, zwei Grad wärmer. Ja, ach ja. Wir sind nicht um 6 Uhr losmarschiert, ist mir schon klar. Ich werde auch nicht um 6 Uhr losmarschieren, vergiss es. Ach, wer weiß. Wer weiß. Ich brauche mal einen Schönheitsschlaf. Ich bin Nachtmensch. Kein Frühaufsteher. Glaub mir, du willst mich da nicht ertragen um 6 Uhr morgens. Nein. Ich nehme mindestens eine Stunde auch was. Siehst du. Wahrscheinlich ähnlich wie Jana. Die ist auch so Morgenmuffel, ne? So, mehr oder weniger. Ja, das ist halt. Ich brauche hier einen Kaffee. Ja, eigentlich muss man mich. Zigarette und dann. Ich habe eigentlich morgens auch kein Problem. Also, wenn man mich in Ruhe lässt und mich nicht voll labert, dann habe ich. Ist alles okay. Das ist halt so. Halt. So, hier geht es doch jetzt bestimmt zum See, oder? Nein. Da geht's hoch. Der See ist auf der anderen Seite vom Berg. Ach, auf der anderen Seite, okay. Da müssen wir den Berg noch runter, drüber. Wir können jetzt hier weiter geradeaus. Das passt alles noch. Hier ist aber nicht geradeaus, ist was anderes. Immer gerade, ja so, immer noch weiter. Und zwar noch einiges. Na, ist ja gut. Ja. Du, ich glaub dir das. Ja, das ist nicht. Warum soll ich dir das nicht glauben?
gute an anderthalb oder sowas. Ja, dann machen wir das doch. Gute anderthalb. Der See hat eine Länge von 150 200 Meter. So, für die Fahrer mit vier Mann sind, mal gucken, wie wir die Klamotten für vier Leute unterbringen, ne? Also, Christian hatte letztes Mal so ein kleines Täschchen. Ja. Das hier. Okay. Das kriegst du hin. Ist zwar recht groß, der Kofferraum hinten. Ja, hallo, ich bin auch mit vier gefahren, mit meinen. Ja. Ja, alles mitgekriegt. Also, ja, wenn du da nicht alles mitkriegst. Ja, doch. Kriegen wir schon hin. Das ist ja keine Fahrt nach Dänemark, wo alles trinken und nee, nee, das nehmen muss. Da ist ja nun das alles stimmt. Günstiger. Das stimmt. Naja. Was ich mal. Noch weiter auf den Ölsichter. Also wenn jeder so einen Koffer hat wie ich, dann so einen kleinen. Versuch was mit WLAN zu bekommen. Da, ne? Ja, so was wohl. Also da du glaubst ja wohl, da darfst du was achten. Ja. Irgendwie ist das hier. Ja, wir müssen hier gleich rum. Hier geht es gleich hoch. Ich liebe das. Mach mir auf, super, genau. Randale hier. Vollmetall. Nee, den musst du ja, und ja, rausheben. Vollmetall. Ja. Heben mal hoch. Ja. Ich will dich jetzt hier nicht in Verlegenheit bringen, deswegen lasse ich das mal. Ich als Sportkanone. Du, im Notfall nehmen wir die Blätter. Alte Laub. Samstag? Achso, hier. Singend. Ach Gott. Mit Sahne. Kuchen mit Sahne. Gott. Hatte ich kein Foto gemacht? Nee, ich habe kein Foto gemacht. Machst du aber alleine, oder? Ja, ja. Der hat sich glücklicherweise die ganze Woche nicht gemeldet. Zur Zeit. Das Phantom. Ja. Haben wir beim Sport kurz gesehen. Im Stadtgym war Freitag wohl auch noch gewesen. Dann Laske mir erzählt. Die Leute sind einfach
scheu vor der Kamera. Kriegen da auch keine Mahlzeit mehr raus. Ja, wir sind halt so geschockt dann, ne? Ist halt so. Ja, was muss ich machen? Mahlzeit. Immer noch auf dem Ilex-Weg. Ist da hin, wo wir mit. Ja, ist ja gut. Ach, hier, Dinges gehabt. Ach. Oh, der hätte dir gefallen. Ach, Hem, der hätte dir gefallen. Diesen leckeren Nusskuchen, da habe ich dir gesagt, Apfelnuss. Apfelnuss gab es. Oh, der war lecker. Den haben sie echt drauf, muss ich sagen. Hätte ich früher auch nie gedacht, dass ich sowas essen will, aber der ist extrem lecker. Das ist ärgerlich, so aufgeritzt. Ja, gut, das darf bei so einer Jacke nicht passieren. Ja, das darf nicht sein. Wo, wenn du was Spitzes hast, dann. Also, wenn das bei so dieser Jacke passieren würde, dann würde ich die zurückschicken. Das darf nicht sein. Die sind ja extra für solche Sachen ausgelegt. Ne? Aber. Messer spitzes, Messer spitzes. Ja gut, wenn du jetzt mit dem Messer reinschaust, das ist klar, aber haben wir irgendwo ein Messer, bist du auf ein Messer gefallen? Ja, fast. Fast. Ich wollte gerade noch zur Seite begehen. Moin. Ja. Okay, also du hattest halt einen Kampf mit dem Messer auf dem Boden gehabt. Ja, und das mit dem Eis. Du wolltest auch mal ein bisschen Eis wegkommen. Genau, ich wollte mal probieren, welche Geschmacksrichtung das war. Habe ich gar nicht, ich weiß nicht. Okay, hier. Ich möchte irgendwie ein bisschen Äpfel schon, oder? Ja. Ja, schon. Schokolade war es nicht. So, perfekt. Nicht so weit kann es nicht mehr sein, weil es nicht das komplette. Oder oben ist Turm. Weiß nicht welcher. Ja, das kannst du jetzt gar nicht so in der Kamera wahrscheinlich gar nicht sehen. Da oben ist ein Turm. Fernsehturm ist das. Irgendein Funkturm auf jeden Fall. Fernsehen weiß ich nicht. Ja, ja, komm, gleich steht 2-0, Achim. 2-0. Da war noch niemand ein Ausweis. Ja, Ding, ja. Ja, hoch kannst du doch wahrscheinlich eh nicht. Ja? Meinst du? Oh, der ist nicht angezeigt. Oh, da muss ich gleich schnell sein. Die Hälfte, ne? Steht ja noch gerade im Punkt.
15 kriegen wir voll. Hast du gesagt, die Hälfte haben wir schon, oder? Wir haben die Hälfte geschafft. Aber der war auch nur Balkon ordentlich eingezeichnet. Okay. Mit. Ja. Ja, da kannst du ja als, sag mal, Sehenswürdigkeit da eintragen. Wie heißt die nochmal bei Komoot? Ich hätte mal gesagt Hotspot, aber... Hotspot. Highlights. Highlights, ja. Genau, Highlights heißt das bei Komoot, ja. Wie viele Punkte hast du da denn? Hä? Wie viele Punkte? Gibt es da auch Punkte? Keine Ahnung. Also, ich habe jetzt 63. Ja, für was kriegst du da Punkte? Beurteilen. Achso, ich habe keine Ahnung. Ja, normalerweise kann ich es auch machen. Ja, dafür ist man das nicht. Aber ich habe 63 Punkte. Wenn du da so ein Ding bist, dann hast du 2.500. Achso. Genauso wie bei Google Maps, jetzt bin ich bei 8.000 Punkte. Der nächste Sprung ist 15.000. Okay. Ja, weißt du, wie lange das dauert? Ja, nochmal genauso lange wahrscheinlich. Oder noch länger. Nee, länger. Viel, viel länger. Weil du ja schon alles abgegrast hast hier, ja, im Umkreis. Das ist so. Ungefähr haben sie auch. Von 7.000 oder so bis 15.000 eine Stufe. Ja, oder? Die ersten 7 Stufen waren dann bis 7.000. Ja. Sei denn, du ziehst um oder so. Oder Rentner. Hier. Ja, ist doch gut, komm. Ja, nehmen wir doch mit. Die Frau hat sie eben verloren. Super. Der erste kleine Schatz übrigens. Ach, er hat einen Schatz gefunden, Ende. Aber das war nicht der Schatz, der Römer. Ach, ja. Die sind noch nagelneu. Die sind toll, die sind noch nicht. Ja, die sind von heute. Die sind von heute. Und benutzen sie auch. Ja, nicht mal auch gemacht. Guck mal, haben wir Reserven. Ja, fünf Stück hatten wir eben noch, jetzt haben wir 15. Das können wir dann gerade verdreifacht. Ja, verschwenden können wir die. Echt? Apropos, hier kann. Wo wir schon mal dabei sind, wollen wir gleich mal einweihen hier. Wie ist das? Nasefrei ist gut. Macht Menschen. Aber es sind gut und günstig. Ja? Von Edeka. Aber sanft, sanft, weich und sicher. Die Frage ist, wofür sicher? Das weiß ich auch nicht. Ja, das tut gut, wa? Du hättest aber von mir von den 5 noch eins haben können. Nein, also ich wollte mir jetzt richtig einteilen. Hallo, wir haben noch nicht mal die Hälfte des Sieges. Ich bin da immer sehr, sehr sparsam. Also jetzt hast du erstmal wieder noch 9 Stück. Ah, in die Nase. Alter, diese Lauferei. Das ist ja auch scheiße, okay, neu. Und die Handschuhe sind zu warm. Die Handschuhe sind zu warm, Achim. Ich hab keine Ahnung. Ja, du bist ja auch ein abgehärteter Knochen. Ich kann das nicht. Ich bin Softwareentwickler. Ich sitze den ganzen Tag nur im Büro und ich war ja auch bei der Bundeswehr. Tippel. Ich war auch bei der Bundeswehr. Aber wir haben ja draußen keine grüne, so gut wie nie grüne Ausbildung gemacht. Ja, ich habe 6 Monate grüne Ausbildung gehabt. Ich nicht. Ich will jetzt nicht angeben, aber ich habe den Eingewöhnungsmarsch mitgemacht, diese 3,5 Kilometer, die wir heute auf einem Bein, auf einem Bein, auf einem Bein gehen wir die heute. Da sind wir jeden Morgen gelaufen als erstes nach dem Aufstehen. 3 Kilometer. Ja. Hallo, ich war Funker. Ja, Funker Hornfried. Aber du weißt, ich darf dir nicht sagen, wo, sonst muss ich dich töten. Achso, okay, dann bleibt es für dich. Oh, Wanderparkplatz. Ja. Genau. Gut bestückt hier. Oh, ja, ich so viele
Puppen. Also, reite ich los. Jo. Alles voll hier. Ja, guck mal, einmal gerade rum hier. Die Leute da auch mal ein bisschen was lernen. Bildung, ihr sollt ja alle nicht dumm wieder wegkommen hier, wenn ihr uns zuschaut. Die Buchennaturverjüngung. Okay. Sehr hübsch. Naja, Mister. Der Vogelwecker, guck mal. Achtung, das sind deine Kumpels. Hier. Die stehen auch um 4 Uhr auf. Sogar noch eher. Das Rotkehlchen hier, Gartenrotschwanz um 2.55 Uhr. Ja, das ist was für dich. Das sind deine Freunde, ne? Mit dem musst du dich anfreunden. Genau. Ja, einheimische Singvögel, Wald und Park. Super. So, hier sind wir. Hier übrigens, hier. Achim, da hast du gesehen, ne, wie das hier heißt. Ja, das ist in Holden. Wir sind in Holden, ja. Nicht ganz. Nein, nicht ganz. Hier Schnathorst, Hüllhorst. Na ja, gut, wir haben jetzt hier so eine kleine Runde. Ja. Schon eine kleine Runde. Wir sind das ist die A3. Ist das die Runde, die da eingezeichnet war? Ist oder? Das die A3 nee. Ist die südliche Variante. A3 Plus, das ist die außenrum geht. Kilometer, ja. Und wir sind ja zwischen, die sind ja die gegangen hier, ne? Quasi. Ja. Oder? Ja. Ich weiß nicht, wer diese Runden hier macht, auf jeden Fall. Naja, irgendeiner wird die hier schon gemacht haben. Ja, wenn man hier am Wald vorbeigeht. Ja. Da sind da halt die Leute. Oh, hier ist auch ein Café, ist da vorne, guck mal. Auf beiden Seiten. Aber wir nehmen das da hin. Nee, wir nehmen das hin, ich hab nur gesagt. Waldkristall. Hätte man nur, ich meine nur, deine Google-Punkte hättest du da noch abkassieren können. Wo? Scheiß auf die Punkte, wo? Wo? Ja, ich muss mal gucken. Ja. Also irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. Ja, wir müssen eigentlich die Straße lang. Oh nee, ne? Ja, wenn wir zum See wollen und zu dem See. Ja, gut dann. Wir können ja parallel gehen, aber das ist nicht hier parallel. Geht nicht. Runter. Ja, dann. Da wollen wir hin. Ja, was ist denn, wenn wir da. Wie viele Meter sind das? Von daher gehen nach rechts. Wir gehen jetzt hier den Weg weiter, da. Den Weg? Wir sind jetzt da, zurück. Ja, wir gehen den Weg weiter. Nee, da geht zurück, das ist der Weg, der zurückgeht, der blaue. Ja, aber du kannst doch hier oben an den blauen und dann gehen wir da hinten rechts. Scroll mal runter. Kannst du nicht, ne? Komm, glaube ich nicht. Kannst du nicht rauskreuzen? Scroll mal raus. Scroll mal raus, genau. So, und dann bei 5. Okay. Bei 5 ist ein Weg und da können wir noch zum See dann gehen, gehen, oder? Wir da runter. Okay, weiter geht's. Ja. Besprechung zu Ende. Ja, so machen wir das. Ist das darum oder darum? Ist das denn auch ein Weg hier? Ja, wir müssen so oder so querfeld ein, nachher wenn wir zu der Höhle wollen, ne? Ja, ja. Nicht unbedingt, aber... Hingehen wir da auf jeden Fall. So was interessiert mich, ja? Ja, einmal gucken. Müssen wir jetzt nur so runter. Gucken schade nicht. Wir können jetzt ein gerades Stück aus, dann können wir, wenn es geht, gehen.
Was hast du? Hier rechts sieht doch gut aus. Das ist ja Nadelwald, ne? Schön dunkel. Ja, ein bisschen Abenteuer. Ja, meinetwegen können wir da durch, wenn das der Weg ist zur Höhle. Ja. Wir haben hier jetzt den Eingang. Ja, doch. So, Kinder, wollen wir uns nicht mehr wiedersehen. Obwohl, ihr werdet das Video dann gar nicht sehen, weil die Kamera dann neben unseren Leichen liegen wird. Ja, alles gut. Nee, nee, an den Wegen findest du nicht, aber ihr findet hier. Guck mal, was du für einen tollen Schatz wieder gefunden hast. Ach ja. 2 x 8 Cent. Die muss ich auch mal sammeln. Wo die Flaschen liegen, guck mal, ihr zeigt natürlich eine andere Richtung an. Was denn? Und hier ein Reifen. Reifen gibt es auch hier. Also wir sind nicht die Ersten hier. Und da oben ist noch eine Dose und dann auch eine Flasche. Mann, 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 Achim. Wir müssen weiter rein in den Wald. Was ist da? Auch wieder eine. Mann, Mann. Was sind das alles für dreckige Menschen, die den ganzen Müll hier drin lassen? Echt? Zum Kotzen. Guck mal, wieder. Tja. Hast du? Schnee. Schnee? Oh ja. Wir haben den Schnee gefunden. Eine Schneewiese! Das ist so richtig toll. Was? Er findet alles, ja. Was ist denn das? Rehplatz. Da ist ein Schild. Mach ich mal. Also, hier wird gefüttert. Eine Futterkrippe ist da. Eine Futterkrippe, ja. Bitte. Warte noch mal. Da muss ich doch gerade noch mal für meine... Das glauben die doch nicht, dass wir hier noch so viel Schnee gefunden haben. Ja, Kinders, guck mal hier, da ist eine Futterkrippe. Achim hat Schnee gefunden. Schnee. Soll noch mal einer sagen, ich hätte keinen guten Navigator. Ich hab ein Gefühl, ich finde auch noch eine Höhle. Da wollen wir mal gucken. Hat sich einer entleichtert. Vier Spuren.
Wollt ihr abschmecken? Wollt ihr wissen, wie alt? Und, das ist die Frage, war das ein zweibeiniges Tier oder ein vierbeiniges? Was war? Ein Adler. Ich glaube, Deutschland hat schon lange keinen Adler mehr gesehen. Einen freien oder frei lebenden oder einen ausgewilderten. Kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass sie die haben. Und? Die Richtung? Was ist hier da? Die ist wahrscheinlich direkt unter uns, oder? Die ist unter uns. Ja, was? Auf jeden Fall sind wir gleich ganz unten. Ja, einen schönen Baum hat er gefunden. Ja, schön. Einen interessanten. Ist das die Höhle hier unterm Baum oder was? Hast du? Ja. Ah, wir haben die Höhle gefunden. Warte, muss ich mich da reinstellen? Kinas, guck mal. Okay, vielleicht seht ihr nicht so viel. Da musst du rein. Ich weiß nicht, zumindest einen Meter mal gucken, wie tief das da reingeht. Ja, du willst nur mal eine Taschenlampe dabei haben oder sowas? Ja, haben wir ja Handy. Ja, dann Attacke, ich nehme dich auch, ich bin der Kameramann. Ja. Navigator. Warte, ich geh mal rein. Ohne Licht. Ich will nur wissen, wie tief das da geht. Hey, Achim? Achim? Was? Gut. Mal sehen, dass du noch lebst hier. Also machst du dein Handy nicht kaputt. Was? Machst du dein Handy nicht kaputt. Nein, ich mach jetzt ein Foto. Ja. Ja, da freut sich Willi. Nehme ich jetzt erstmal auf hier. Aber hier ist auch schön warm, natürlich. So, wurde auf.
Google fragt mich gerade, ob das hier Waldcafé Weißkristall ist. Ja. Ist da was für? Auf die 10 Punkte können wir verzichten. Ja. Jetzt machen wir mal Foto hier. Nein, Blitz einschalten. Und der Ordner ist jetzt einfach eingeschaltet. Oh, geil. Gibt's doch gar nicht. Ey, hier ist voll der Nebel drin. Ich kann das nicht tun. Okay. Wie weit kann ich denn noch laufen? Achim! Ja. Und Pfandflaschen sind da unten auch, die sehe ich von hier. Was sagst du? Ich sag, Knochen sind hier überall. Knochen? Na, ich habe Video gemacht, kannst du dir gleich angucken. Okay. Ja, dann komm hoch. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich hab eine Schippe mitbringen. Ich habe kein Seil dabei. Ich kann dir kein Seil runterwerfen. Ach, mal Hand so. Das ist egal. Das ist das Video, ist es wert. Weil überall sind Tropfsteine. Okay. Das ist ja gut. Habt ihr ja schon rentiert. Oh, oder? Scheiße. Was denn? Guck mal, meine Jacke. Naja, Jacke ist okay. Nee, ist zweimal angeschlagen, ne? Nö, sieht man nichts. Ja, zeig mal her. Das ist echt geil. Da gehst du jetzt auch rein. Willst du da einziehen, Aham? Mit dem Wind und so weiter. Da hinten habe ich dann das blöde Licht ausgegangen. Ja. Dann ja, kommen gleich die Knochen noch. Ja? Ja, cool. Da unten sind die Knochen. Ich muss auf jeden Fall hochschieben, das packen wir dann auf den. Was ist der Knochen oder was ist das? Ah, kann sich schlecht erkennen. Brauchst du eigentlich mehr Licht da unten, ne? Natürlich. Ja. Okay. So, wir müssen jetzt eigentlich... Hat sich gelohnt. Ja, war gut. Ja, wir super. Können jetzt dann können wir kommen, dann gehen wir zum See, jetzt, wenn wir hier unten sind. Wir sind ja hier unten. Der Hof ist auch ganz schön. Ja. Okay, kurz vor. Dass wir einmal die Höhle gefunden. Yep. Coole Sache hier. Ja, die Bäume sehen auch cool aus hier mit den Wurzeln, ne? Ey, so verworren, ey. Das ist ein Hammer. Ja. Ist auch nicht üblich. Ja, Achim, aber deinen Schatz hast du da nicht gefunden, ne? Ja. Deinen Schatz. Jetzt zu wenig Licht, das ging ja noch weiter da. Ja. Weil ihr kein Licht habt. Ja, das ist... Ja. Hallo, ich hätte aber. Darum bin ich jetzt nicht weitergegangen. Ich hätte aber Bescheid gesagt. Ich hätte Bescheid gesagt. Irgendeine hätte ich dann schon abgeholt. Bloß ich muss ja die Wanderung zu Ende bringen. Ach. Wenn Sie die Straßenkurve angeben können, ja. Gibt hier doch hier Kilometerpunkt? Keine Ahnung, da steht doch der Kilometerpunkt drauf. Kann ich mir jetzt mal sagen. Ja, wir müssen eine Seilschaft haben, Achim. Und Beleuchtung. Dann muss ich natürlich, ich muss eins opfern. Ja, wir haben ja noch genug. Wir haben genug. Für was willst du opfern? Tempo. Ich glaube, für Dings muss ich natürlich mal. Weiß ich auch nicht. Für den Sommer.
die sind zu, viel zu dick für den Sommer, die Stiefel. Ich habe ja noch die Halbschuhe, aber Halbschuhe, vielleicht noch einen Satz dünnere holen. Geht alles. Ja, mal gucken. Ja, sind dann nicht ganz so fett, ey, wie meine. Welche? Deine. Findest du? Ja gut, ich hab auch einen größeren Fuß, ne? Das ist, ja, das kannst du jetzt wieder nicht. Aufgebaut. Ja, gut. Nee, war ich ja. Oh ja. Nee, war nicht wichtig, die Höhle war wichtig. Yep. Schön. Guck mal. In dieser Ecke war ich noch nicht. Nee, ich auch nicht, überhaupt nicht. Betriebsgelände. Ach, hier ist ein Ding, das ist ein Steinbruch oder sowas. Steinbruch oder was? Also, aber hier geht's doch zu einem See, oder? Ist das vielleicht der See? Ist das so ein Baggersee, oder was? Ja, keine Ahnung. Ja, das ist der See, ne? Ja, dann müssen wir da hinten kommt aber hier, da kommt noch eine kleine Abzweigung. Da gehen wir lang, würde ich sagen, da hier. Okay. Ja, ja gut, können wir natürlich auch. Da geht er eh drin. Stopp, ja. Blinken nicht vergessen, ach, am Blinken. Ja, wir machen das, kann man gar nicht. Ja, bitte darfst du nur links. Ja? Warum darfst du nicht rechts fahren? Was soll denn das? Weil keine weißen Streifen vorhin sind. Ja? Schon klar. Steinbruch, ja, steht. Ach, scheiß Frosch im Hals. Der Wind ist hier wieder stark. Kalt. Guck mal hier, 2,3 ist hier im Kilometerstand. Da ist ein Kiosk, da könntest du einen Kiosk auch machen. Jo. Da habe ich schon bessere Zeit. Das denke ich auch. Also. Ach. Die haben sie aus extra Steine haben sie die geholt. Wahrscheinlich. Oder hier, aus England. Ja. Wo stehen denn die dicken Felsen hier? Stonehenge. Stonehenge. Ja, Stonehenge. Zone, diese Hedge. Ach Gott, ja. Was hier denn? Müll. Hier, Dose, hier, Widerpfand. Und Glas. Mensch. Du, hätten wir die alle mitgeschleppt, dann wären wir jetzt schon reich. Könnten wir gleich unseren Kaffee damit bezahlen. Das sieht bestimmt toll aus, wenn ein Kaffee kommt hier. Ja, da gibt es ja keinen Kaffeeautomaten. Ja. Wenn wir da die Pfandflaschen abgeben, da ist er ja schon. Noch nicht mal gesperrt. Ja, ist ja langweilig. Ja, Mensch. Früher hast du auch mal. Nee, nicht früher, vor 3 Wochen warst du auch ein bisschen experimentierfreudiger hier. Was? Heute bin ich aber schon in die Höhle gekommen. Ja, ich meine aber hier verbotene Sachen machen. Als wir am Canyon waren. Der Canyon. Ach so, ja, da interessiert Ausgrabungsrennen, bitte nicht betreten. Absolut. Bitte steht da nicht. Die sind extrem unfreundlich. Abgrabung, ich habe Ausgrabung gelesen. Abgrabung ist natürlich was ganz anderes. Ja, Ausgrabung. Das ist ja mehr so. Also gelesen haben sie jetzt noch eine Totenstadt gefunden in Ägypten. Echt? Ja. Cool. Mit über 400 Statuen und vielen Gräbern. 4000 Jahre alt. Oh. Oh, der Specht ist wieder da. Müll ist auch da. Ja, und Müll. Oh, hört er? Wo ist er? Der muss ganz nah sein. Ach. Die sind meist hoch im Baum. Ja, ja. Die letzten beiden habe ich auch nicht gesehen. Hast du gesehen? Nee. So. Ja, nicht da oben.
der kann natürlich. Ja, im Baum sitzt, da siehst du ihn auch nicht. Da oben ist er. Wo? Direkt oben. Da oben. Gerade durch. Ah ja, ich sehe ihn. Seht ihr ihn, Kinders? Warte. Jetzt. Na komm, mach. Ja. Klein, ne? Und sonst hat... Ja. Ein Specht bei der Arbeit. Das ist doch was. Alter, 4% noch. Ich muss mir unbedingt mehr Akkus zulegen. Ja, diese kleinen Touren, aber viel großen. Ne? Ja, für die große brauche ich bald noch eine zweite Karte. Oder eine 256 MB. Schön auf dem Bärchen, Schnee nachher. Ja, wäre dann ärgerlich, wenn wir das nicht mitkriegen. Also das wär, ja, hier. Ja. Oh, ist gefroren. Warte mal, kommen wir da nicht rum? Nee. Alles abgesperrt, scheiße. Abgesperrt, da ist der See, aber komm, Foto von da oben kann man ja machen. Das geht ja noch. Mist, schade. Ja, interessant, hier, guck dir mal an, die Lagen. Die schiefen Lagen, kannst du die super erkennen da hinten, ja? Ja. Ist ja kein Stacheldraht. Super. So. Hast du ein Foto gemacht? Nee. Mach mal. Davor, also, ja. Ach so, ja. Ein Foto machen. Wo ich auch als Statusmeldung. In Ordnung sein, ich kann nicht sehen. Ja. Ah, sieht gut aus. Schön. Die Waldkristalle schon wieder da. Ja. Schade, wir gerne. Von da oben hättest du ein tolles Foto machen können, ne? Ja? Ja, von da oben. Wenn sie drinnen gewesen wären. Ja, kommen wir doch noch rein. Ja, mal, mal gucken gleich. Da sind auch noch Löchlein im Zaun. Ja. Verantwortung selber. Ja, wenn, dann zahlen wir halt 20 Euro Strafe. Keine Ahnung, leck mich doch. Also hier könnten wir rüber, Achim. Hier vorne, hier. Ja, komm. Ja, nee. Also nehme ich den Boden sofort. Da wird es hart bleiben. Ja, das sind wir nicht die ersten. Pass auf. Ich denke, das ins Gesicht schleudere. Ja. So, Kinder. Können wir euch einen besseren Blick bieten. Ich hoffe, der Akku reicht noch. Von hier vorne kannst du mit Sicherheit. Hier. So, machen wir gleich ein kleines Päuschen, ein bisschen Wasser trinken. Ich stelle euch mal kurz ab hier. Wird ihr gleich ausheilen, denke ich.
sagst, die Tour ist scheiße, die Tour ist doch gut. Ja, wenn man ein bisschen was selber unternimmt, nur den scheiß Trotteln am Wald hin und her feucht. Will ich ja eh nicht, aber am Wald Foto, ja, aber ist cool, ja. Schön. Kann ich auch gleich erstmal die Dingens wechseln, den Akku. So. Oh, jetzt hast du natürlich wieder ein Serienfoto gemacht. Gut, komm, ich wechsle den Akku.